Hallo zusammen und willkommen zu diesem ganz spontanen Video. Und zwar ist es doch so, dass während dieser Coronavirus-Zeit, der Covid-19-Zeit, nenne ich sie mal, das ganze Leben ja stark eingeschränkt ist. Also zum Beispiel bei uns in der Schweiz sollte man nicht rausgehen, wenn man nicht muss. Eine Ausgangssperre gibt es noch nicht. Ich hoffe, es bleibt auch so, denn die Leute halten sich gut daran. Und mein Appell an euch, bleibt einfach zu Hause. Denn so senken wir einfach die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus, sodass die Krankenhäuser nicht überlastet werden und es dann zu vermehrt Todesfällen kommen muss. Leider. Und ich habe mir überlegt, was kann ich persönlich tun? Nun, ich bin keine Pflegekraft, ich arbeite nicht in einem Spital. Auch wie gesagt, sollte ich nicht zu viel raus, auch kann ich anderen nicht wirklich helfen. Hier rundherum ist alles gut organisiert, soweit sieht es gut aus. Aber dann ist mir in den Sinn gekommen, ich habe ja meine Campingausrüstung, die ich ja zurzeit gar nicht nutzen kann, weil Reisen ist gar nicht im Moment. Sollte man wirklich nicht tun. Und da habe ich mir überlegt, da ich ja Homeoffice mache und doch mein Geschäftsnotebook hier habe, den externen Monitor, mein privates Notebook, das hin und wieder läuft, habe ich mir überlegt, ich nutze meine Campingausrüstung, die zwei Go Zero Panels, die ihr ja schon von meinen anderen Videos vielleicht schon kennt, und die Go Zero Yeti 1000 Lithium, die ich hier habe, um wenigstens grün zu arbeiten, sage ich mal. Und ich möchte euch kurz das zeigen, es ist stark improvisiert. Ich hoffe, das Ganze dauert nicht zu lange, aber man geht davon aus, dass frühestens bei uns in der Schweiz im Juni sich die Situation langsam wieder normalisieren wird. Hoffen wir das Beste. Und ja, nun möchte ich euch zeigen, wie es hier bei mir aktuell aussieht. So, und zwar, wie ihr seht, habe ich hier den externen Monitor, das Geschäftsnotebook, mein privates Notebook, hier die Sherpa 100, die ich dafür nutze, zum Beispiel mein Handy aufzuladen. Und dann wird es eben interessant, denn das alles ist über den Wechselstromanschluss hier an diese Verlängerung angeschlossen. Es geht hier weiter, quer durch die Wohnung. So, wie gesagt, stark improvisiert. Und ihr hört es vielleicht schon, der Ventilator des MPPT-Reglers läuft schon. Denn aktuell haben wir etwas Sonne. Es ist zwar ein bisschen bewölkt, aber es geht. Und hier ist eben die Yeti. Mit der aktuellen Eingangsleistung von 107 Watt immerhin. Knapp 40 Watt verbraucht meine IT-Ausrüstung im Moment. Ich habe hier auch den geregelten 12 Volt Anschluss, den ich in einem nächsten Video zeige, welches schon gedreht ist, aber noch nicht geschnitten. Dann den Car Charger und hier lade ich meine Sherpa 100 AC auf. Dies ist sehr effizient, also wenn ich mit 40 Watt Input die Sherpa lade, gehen hier auch nur 40 Watt raus, also das ist wirklich super. Und warum der geregelte Ausgang notwendig ist, das seht ihr eben im nächsten Video. Darum abonniert doch meinen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts. Gut, das ist wirklich der MPPT-Regler, der halt ein bisschen warm läuft. Gut, und nun möchte ich mit euch hier rausgehen, um die Panels anzuschauen. So sieht das Ganze aus. Hier das bereits bekannte Konstrukt von mir selbst. Den Boulder, Entschuldigung, das ist der Boulder 100 Briefcase Solarpanel. Und das ist das Nomad 100 Solarpanel, das man eben falten kann. Ich muss es halt ein paar Stunden wieder neu ausrichten. Ja, da seht ihr mich wieder. Ich muss die Solarpanel halt alle 2-3 Stunden ausrichten, dass ich sicher genug Strom reinkriege. Denn mein Ziel ist wirklich, möglichst
autonom zumindest mein Homeoffice betreiben zu können. Ja, hier das kurze Video, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt gesund. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, das wahrscheinlich schon übermorgen online sein wird. Also, bis dann.